Wir haben als Bundesregierung heute ein ganz klares Zeichen gesetzt, denn wir wollen, dass Verhältnisse, so wie wir sie jetzt gesehen haben, in einigen Fleischbetrieben der Vergangenheit angehören. Denn es soll sich keiner mehr rausreden können, dass er nicht weiß, wie es den Arbeitnehmern, den Werksvertragsarbeitnehmern geht, nur weil er die Verantwortung delegiert an Sub und Sub und nochmal Subunternehmen. Und ich sage ganz deutlich zu den Fleischpreisen, ein Preis drückt auch eine Wertschätzung zu einem Produkt aus. Und wir geben in Deutschland noch nicht mal 10% unseres Haushaltseinkommens aus für unsere Lebensmittel. Und Wertschätzung muss sich auch in Wertschöpfung niederschlagen. Und da geht es uns darum, dass in der ganzen Lebensmittelkette auch fair verteilt wird. Das heißt, dass Tierhalter auch unsere Erwartungen als Verbraucher zu Tierschutzstandards auch umsetzen können. Aber dazu brauchen sie auch die entsprechenden Einnahmen. Was nicht gut geht und nie funktionieren wird, ist hohe Standards erwarten, aber nur das Billigste zahlen wollen. Und deshalb halte ich es für unanständig, wenn Discounter versuchen, die Verbraucher mit Dumpingpreisen gerade bei Fleisch oder bei Lebensmitteln in den Laden zu locken. Und am Ende holen sie sich das Geld ja dann doch wieder durch Mischkalkulation beim Toilettenpapier oder beim Waschmittel.